Mikro. So, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Der Typ steht immer noch da rum und langsam aber sicher nervt er mich ziemlich. Schnell speichern. Schnell speichern. Geht nicht, warum nicht? Kann ich da hoch? Mano, warum komme ich hier nicht weiter? Okay, wartet. Ich muss irgendeinen anderen Weg... Wo kommt der denn auf einmal her? Gibt es hier auch irgendwo einen Lichtschalter? Ach, da. Oh. Hier kann ich noch was mitnehmen. Ich habe das Gefühl, die Typen sehen mich gar nicht. Da ist der Lichtschalter. Tada. Oh, der hat ganz viele Sachen. Ganz viele schöne Sachen. Hä? War der nur für die Lampe hier? So ein Scheiß. Hä? Hilfe! Hier ist jemand! Das war blöd. Aber egal. Ich will keinen Ärger. Was? Ich auch nicht. Keine Zeit für Spielchen. Komm raus, du Kanalratte! Hey! Moment mal, komm ich hier gar nicht rein? Nee, ich will aber nicht. Wo bin ich denn hier? Oh, Badezimmer. Klasse. Ich hab's geschafft. Naja, aber noch besser als gar nichts. Einfach mal rein. Irgendwie muss ich, glaube ich, von außen da. Aha. Wenn man davon spricht. Tür zu, bevor die Typen mich finden. Okay. Einmal. Das war's? Ich wollte schon sagen. Wurfobjekt. Auch nicht schlecht. Gut. Da könnte ich hoch und da komme ich aber, glaube ich, her. Er hat mir nichts getan. Ich wusste, mir geschieht nichts. Ich wusste es. Okay, ich weiß nicht, ob ich daher komme. Doch, ich komme doch hier raus. Natürlich. Aber wie? Wo? Kann ich da ganz oben her? Ich guck einfach mal. Ich einfach mal hier hoch. So. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ah ne, hier komme ich her. Hier hat das Ganze doch angefangen. Ach, Schnauze. Ja. Super. Komme ich darüber? Da hinten bin ich doch auch durch. Komme ich hier auch hoch? Hier komme ich hoch. Ich habe doch klar, den Weg hier bin ich doch gegangen. Okay, da vorne steht wer. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn der mir dabei zuguckt, wie ich den K.O. haue. Ah, genau, dann bin ich hier rein. Ich muss aber wahrscheinlich da hinten lang. Unten rein. Oh. Aha. Danke sehr. Danke sehr. Hey. Bonk. Wir werden angegriffen! Hilfe! Ach, der Typ nervt so unglaublich. Ich finde dich! Oh, tut mir nichts, bitte! Was, ich will aber! Komm her, komm her, komm her. Da, stirb. Komm. Oh, tut mir nichts, bitte! Warum nicht? Nimm, was du willst und geh, bitte! Okay. Danke. Wie freundlich. Ich will keinen Ärger. Ja, das dachte ich mir. Deswegen werde ich mich jetzt hier auch einfach mal bedienen. Auch so ein bisschen drohen hilft. Aha, hier, hier, hier. Da. Da, 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 da war er. Da, da ist er. Schalter. Da ist der nächste Schalter. Komm schon.
Und dann mit dem Tresor. Ich habe nur keine Ahnung, was die Kombination ist. Du da. Er ist weg. Ein Glück. Ich bin nicht weg. Ich brauche die scheiß Kombination. Sagst du mir die? Sag mir die Kombination. Hey. Hey. Sag mir die scheiß Kombination. Ist jemand? Hey. Okay, warte. Das ist falsch. Dokumente? Da Dokumente. Da. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich diesen komischen... Hey! Wie finde ich die Kombination? Nimm, was du für willst und geh, bitte! Ich bin dabei, ganz ruhig. Ein Eindringling! Ich hab ihn gesehen! Wie finde ich die scheiß Kombination raus? Ich will keinen Ärger. Liegt hier nicht noch irgendwas rum? 553. Kann ja irgendwie nicht sein. Hä? Achso, E-Tür, ja. Ich will keinen Ärger. Ich auch nicht, ich will die scheiß Kombination. Nimm, was du willst und geh, bitte. Bin schon dabei. Ein Eindringling! Ich hab... Ach, sei doch einfach mal still. Oh. Hätte ich vielleicht vorher durchgucken sollen, oder? Wartet kurz. Ah, mal durchschluck schon. Ach, das ist, glaube ich, die andere Seite, richtig? Ja, so wie es aussieht schon. Egal. Gehen wir rein. Und zweimal. Und einmal. Und letztes. Kommt schon. Viermal. Sehr schön. Los, Tür auf. Jetzt kommen wir den nächsten Wachen entgegen, wa? Nein. Oh, what the fuck? Das ist wieder der... Ach, Mann. Orientierungssinn for the win. Okay, wo zum Henker finde ich diese Kombination? Aha. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Aber... Habe ich hier schon reingeguckt? Ja, habe ich. Hier ist, glaube ich, das Bad gewesen, richtig? Ja. Aber... Bringt mir auch nichts. Wie komme ich denn zum Henker in dem sein komisches Zimmer hier rein? Vielleicht hier drüber? Nee. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Oder hätte ich die vorhin... Hätte ich das... Ich weiß es nicht. Hier längs? Nein. Auch nicht. Hm. Ich bin mäßig verwirrt. Ach, warte, 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 warte. Da. Was ist denn mit diesem komischen Testament gewesen? 838? Ach, keine Ahnung. Das sind die einzigen drei Zahlen, die ich habe. Kann man mal klopfen? Hm. Ich muss das doch irgendwie rausfinden können, verdammt. Speichern wir einfach mal. Tada, tada. Umschalt. Way! Nice, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Weg des Bones. Vielleicht hier irgendwo. Habe ich den Weg nicht schon genommen? Nee, ich glaube, ich bin immer durchs Fenster gegangen. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Da muss man doch auch irgendwie hinkommen. Okay. Ah, ich habe eine Idee.
Ich habe da eine Idee. Wenn ich hier... Okay, bin ich falsch. Haha. Ah, hier komme ich wieder darüber. Genau. Der altbekannte Weg. Ui. Hi. Und gute Nacht. Auf dass du endlich mal die Klappe hältst. Halten. Hast du noch irgendwas, was mir... Nein? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Warum kann ich hier hoch? Weil es mir gar nichts bringt. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Okay. Probieren wir es mal hiermit. Nichts? Gar nichts. Okay, dann probiere ich einfach, wie gesagt, die einzigen Zahlen, die ich habe. Sind... 8, 3 und 8. Wäre ja auch zu schön gewesen. Mano! Ich will doch nicht den Rest des... Ach Mann! Was soll denn der Mist? Gibt's hier irgendwas drauf? Ich bin ein klein wenig verwirrt. Okay. Mann, das nervt. Wozu hat man einen Mitbewohner, wenn nicht dafür? Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Oder vielmehr, er hat die Lösung gefunden und hat sie mir gesagt. Und zwar, ich probiere das jetzt einfach aus, bleibt ja nichts anderes übrig. Wir haben hier Dingsbums hier, die Zahl, die habe ich ja schon ausprobiert, aber da steht ja noch 26 als ein Alter. Alter, Alter. Mir wurde jetzt gesagt, man muss die 26 von diesem Datum abziehen. Wer zum Henker auch immer auf so eine Idee kommt. Und dann hätten wir das, hätten wir die Kombination. Das wäre 812. Ja, das habe ich gerade super schnell im Kopf gerechnet. Könnt stolz auf mich sein. Wenn das jetzt wirklich stimmt, dann gebe ich ihm Eis aus. Ohne Witz, das stimmt. Oh, geil! Wer zum Henker? Alter, wie soll man denn auf sowas kommen? Ganz ehrlich. Das ist doch nicht nur... Was? Tür? War die schon vorher da? Okay. Awesome. Lichtschalter. Das ist das erste Mal, dass ich Licht anmache. Aber hier ist mir auch so... Ah, oh mein Gott. Heilige Scheiße. Nein, ich lasse die Tür lieber offen. Dann kann ich schnell abhauen. Da ist noch was. Gib mir das. Oh mein Gott. Da sucht man stundenlang nach dieser dämlichen Kombination und dann... Weißt du was? Ich will auch nicht unbedingt Google benutzen. Das ist mir immer zu blöd. Ich will es ja eigentlich auch alles selber herausfinden. Aber los. Ich wäre da nie im Leben drauf gekommen. Ich hätte wahrscheinlich noch drei Parts nach dieser komischen Kombination gesucht. Ah, nice. Ich will das auch mitnehmen. Hier ist so viel zum Mitnehmen. Hier muss man sich ganz genau umschauen, meine Freunde. Ich kenne nicht eine Katze, die durch Neugier starb. Aber dieses Ding sollte in einem Geheimtresor bleiben. Okay, ich dachte eigentlich, die Katze würde in dem Tresor sein, aber was? Hier ist gar kein Tresor mehr. Nein! Wo ist die scheiß Erbschaft, von der die Rede ist, Mann? Ich will reich werden. Oh Gott.
Was zum... Sowas nennt sich Künstler, ganz ehrlich. Ah. Herzstillstand. Ganz dezent. Okay. War's das? Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Was für ein Ding? Ach so, richtig, richtig. Aber... Aha! Wenn ich, ohne Witz, wenn ich dich nicht hätte. Oh Gott, voll gut. Hallo, Geheimraum. Lass mich hier runter, lass mich hier runter. Ich will hier runter. X. X? Hallo. Würdest du bitte? Ja, Zeitchen. Du bist so scheiße. Mann, oh. Ich hoffe, ihr hört das im Hintergrund. Der gibt mir die ganze Zeit Tipps. So viel zu Blind und so viel zu mir. Das ist Mano. Ich will das mitnehmen. Oh, das ist dämlich. Es ist so hell draußen. Ich sehe überhaupt nichts hier. Und es ist so warm. Gott. Sieh an, was haben wir denn da? Ja. Gut, gut. Sehr schön. Nein, das Licht lassen wir gefälligst an. Okay. Das war's? Das war's. Schön, schön. Tam, 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 tam. Tam, tam. Cool. Dann würde ich sagen, Auftrag erledigt. Ja, oder was? Aubrey! Aubrey, Hilfe! Aubrey ist nicht da. Wer zum Henker schreit denn da rum? Kann ich dir irgendwie helfen, mein Freund? Nein? Schade. Wäre sicher lustig geworden. Okay, ich muss wieder da oben hin zurück. Und zack, und hopp, und hoch. Oh, da. Und jetzt kann ich auch endlich wieder heraus. Tschüss. Auftrag erledigt. Und das sogar noch in einem Part. Nicht übel. Ein K.O.-Schlag von oben. Schade. Hab nicht alle Herausforderungen geschafft. Hab nicht mal versucht, sie zu schaffen, weil ich gar nicht wusste, was ich genau machen muss. Aber... ja, ist doch gar nicht so übel. Taschendiebstähle, geknackte Schlösser, Kohlschläge. Okay. Ist nicht ganz so schön gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte, aber immerhin habe ich es geschafft. Mit dezenter Unterstützung. Ja, komm. Ist gut. Genug geladen hier. Danke. Okay. Ich muss zurück. Bring den Oktopus zurück. Gerne doch. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ich auch. Oh. Meine Güte. Sie sagt, kann ich hier runter? Eisen bricht nicht. Ich kann hier runter. War, ich könnte nicht schwören, da war was. Nein, da war nichts. Ich glaube, das hat mir ein kleines bisschen wehgetan. Aber das macht überhaupt nichts. Das stimmt nicht. Hi. Und gute Nacht. Ich hätte... Zack. Hier ist ein Störenfried. Was? Gar nicht wahr. Das wollte ich schon die ganze Zeit immer mitnehmen. Kam nie dazu. So. Einmal hier, einmal da und rüber und zack. Da. Da geht's rüber. Halten. Rein da.
Ich glaube, ich überziehe wieder ein bisschen, aber ich will jetzt wenigstens noch dem Typ seine komische Katze zurückgeben. Wenn ich jetzt schon dabei bin. Wer im Schatten bleibt, kann unerwünschte Aufmerksamkeit, ja, und so. Wahrscheinlich kann man dann dieser Aufmerksamkeit entgehen. Was ziemlich logisch klingt. Okay, rüber. Zack, und so. Ich weiß, du hast mich bemerkt, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Hui! Und zack. Hey, das sieht so aus, als würde ich mich voll auskennen hier. Und als wüsste ich ganz genau, was ich tue. Und natürlich weiß ich auch ganz genau, was ich da... Also bitte. Ich meine, das ist doch klar. 42 Meter noch in diese Richtung. Heißt, runter hier. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Tam, 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 tatam. Und ich habe den Weg natürlich direkt gefunden. Hey, also, habt ihr einfach an mir gezweifelt? Ich bitte euch. Wer zweifelt denn schon an meinem Orientierungssinn? Ey, aber ohne Witz, ich habe den Weg echt gut gefunden dieses Mal. Ich bin stolz auf mich. Vielleicht, weil ich den Weg auch schon 5-mal gegangen bin. Hi. Ich wusste, ihr kommt zurück. Wer auf euer Handwerk reinfällt, verdient es dafür zu bezahlen. Alles eine Frage der Beleuchtung. Kein großer Schaden. Etwas Leim, eine frische Naht und schon ist sie so gut wie neu. Ich bezweifle, dass sie je gut war. Etwas, das oder neu. Und damit kommen wir zum letzten. Ein großer Verlust für den Jahrmarkt. Und für mich. Bestimmt ein tolles Exponat. Nicht bloß ein Exponat, Herr Dieb. Meine Isabella. Süße, feurige Isabella. Blickfang und Besitzerin meines Herzens. Ich mache keine Rettungen. Ihr müsst! Sie ist in großen Schwierigkeiten. Sie wollte in der Stadt die Exponate suchen und wurde von der Wache wegen verdächtigen Verhaltens verhaftet und in der Wachstation eingesperrt. Holt sie bitte raus und bringt sie zu mir. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Isabella gar kein Mensch ist? Vielleicht seine Kuh? Oder so ein Esel? Bitte, Herr Dieb! Das ist ein Jammer! Jetzt lass mich doch in Ruhe lesen, du Idiot! Schnauze! Vittor ist verzweifelt, ob das Verlust seiner geliebten Isabella, die beim Herumwandern wegen Straßenstreichereien verhaftet wurde. Nun ist sie in der Waschstation eingesperrt. Lass mich in Ruhe lesen! Nun ist sie in der Waschstation eingesperrt und muss schnellstmöglich befreit werden. Obwohl, wenn sie die Exponate gesucht hat, ist sie wahrscheinlich doch ein Mensch. Aber, mein Gott. Bitte, Herr Dieb! Ich würde es sehr zu schätzen wissen. Isabella leidet in der Wachstation, Herr Dieb. Während mein Herz schmerzt und meine Börse dahin welkt. Ja, das sowieso. Ich möchte nämlich gerne auch dafür bezahlt werden. Dankeschön. Okay, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Nein, das noch nicht. Ich würde ganz gern... Etwas Handwerkszeug? ...mich auch mal um andere Kundenaufträge kümmern können, als immer nur um seinen. Nervt nämlich auch ein bisschen. Sein Gelaber. Ich habe da ja auch noch ein paar andere. Oh, runter da. Danke. Zack. So, jetzt muss ich aber den Part auch schon wieder beenden. Irgendwie ist mein Zimmer heute ziemlich laut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir haben ja dieses Mal endlich auch mal was geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Kommentieren und bewerten nicht vergessen und abonnieren vor allem nicht. Da unten. Info-Button. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich in die Videobeschreibung gucken. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.